Das ist ja nett. Man wird jedes Mal, wenn man einloggt, darauf hingewiesen, dass man auf keinen Fall das Ding da verlieren darf. Ja, okay. Werden wir versuchen. Forschung läuft gerade nicht weiter, das ist nicht gut. Rätsel. Eine Fabrik bauen für. Lass mal das Muster kurz weiterbauen. Da. Du bist ein richtiger Platzhalter und auf der richtigen Höhe. Gut. Also das wird später eine richtige Substation. Das heißt, hier könnte ich wieder Fabriken hinbauen. Ich muss nur gucken, wo die zukünftigen Außenmauern sind. Das kann ich mir alles noch nicht so wirklich gut vorstellen. Aber gut, Stahl ist fertig. Ich hätte jetzt ganz gerne. Was habe ich? Ich habe Stahl. Ich kann die ersten Fabriken bauen. Ich sollte eigentlich. Ach. Eigentlich sollte ich demnächst anfangen mit Fließbändern. Aber wenn ich jetzt mit Fließbändern anfange, habe ich das Problem, dass wir die Fließbänder später wieder abreißen, sobald die Roboter da sind. Ich sollte aber nicht davon ausgehen, dass ich schnell zu Robotern komme. Weil ja alles teurer geworden ist von den Ressourcen her. Ja, das ist eine sehr, sehr knifflige Situation. Ich glaube, ich baue erstmal Türme, die kosten mich auch fast nichts. So, du. Da, 15 Stück von. Also was ich meine ist, wenn ich jetzt das Eisen von da runterhole, dann müsste ich es ja per Fließband quasi hier hinbringen. Kupfer müsste ich da hinbringen. Ja, das geht. Ich glaube, ich mache das. Es wird sehr komisch aussehen, aber diese Fließbänder sind wirklich, wirklich, wirklich nur temporär. Das heißt, deren Aufgabe ist es nur, die Ressourcen hier hinzubekommen, damit die Maschinen am Anfang automatisch laufen. Wenn wir dann später Roboter haben, dann werden die Kisten halt durch Gib-mir- und Bitteschön-Kisten ersetzt. Durch bessere Fabriken ersetzt. Und dann kommen die Fließbänder einfach wieder weg. Und dann kommen hier statt den Fließbändern halt Bitteschön-Kisten hin, damit die Roboter das abholen können. Wobei die Schmelzanlagen wahrscheinlich nicht direkt an den Dingern stehen. Wobei, was spricht dagegen? Muss ich mir überlegen. Also einfach, wenn wir später die Electric Drills haben, direkt hinter den Electric Drill, Electric Furnace, wo es automatisch reingelegt wird und dann gib ihm. Würde auch wieder Zeit sparen mit Roboter hin und her gefliege und Strom sparen und sowas alles. Achso, aber weiter bauen, 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 bauen. Forschung läuft nicht. So, zack. 10 Stück brauchst du, 14 Stück hast du, das ist gut. Gib mir Stein. Und ich drehe nochmal eine Runde. Ich will jetzt nämlich endlich mal Kohle haben. Es war so viel Kohle, dass ich hier alles immer mit 200 dann vollfinanzieren kann. Da unten war auch noch ein Kohlefeld. Also ja, ich denke, die Außenmauer müsste mindestens hinter diesen beiden Feldern langlaufen. Dann kann ich aber auch gleich die ganzen Seen da ignorieren. Ist ein bisschen komisch. Achso, und ich sollte wechseln auf die Schrotflinte und ein wenig mehr Munition herstellen. So. Damit ich, ne, falls auch mal ein Angriff kommt, ein bisschen länger schießen kann. Ja, schaut auch gut aus. So, jetzt alles mit Steuerung befüllt. Mal gucken. Steuerung, Steuerung, Steuerung. Was? Achso, das hatte ich gerade am Ende der letzten Folge erst gemacht. Ja? Ups. Ne, euch nicht. Euch habe ich nur mit Holz befüllt. So, hält ein bisschen länger. Noch mehr Stein. Her, 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 her. Boah, ist das duster. Vielleicht erforsche ich doch Licht. Also primär euch zuliebe, weil ich denke mal, auf YouTube wird man fast gar nichts mehr sehen können hier. Alles dunkel. Du bist gleich fertig. Tech Tree. Intelligente Ärmchen würde Electric Energy Distribution freischalten. Das würde schon mal für die Medium Poles sorgen. Logistik schaltet. Logistik 2 frei. Geht auch so. Optics schaltet. Ersten Solarpanels frei. Max Power Output 60 Kilowatt. Wie viel Output hat momentan unser einfachster Steam Engine? 600. Ja, also wenn ich 10 Solarpanels, nee, wenn ich 20 Solarpanels baue plus die Akkus, habe ich so viel wie ein einziger Steam Engine. Das rentiert sich einfach nicht. Bau bitte Landfill. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ich hätte jetzt gerne bessere Rüstung. Oil Processing. Damit müsste ich eigentlich ziemlich früh anfangen, damit ich Brennstoffblöcke habe.
Auch wenn das tierisch nervig ist. Rotor und Blades brauche ich für bessere Boiler, bessere Steam Engines. Brauche aber ganz schön viel. Ich glaube, ich erhöhe erstmal. Oh. Ich glaube, ich nehme das da. Okay, Piercing Ammo Rounds bringt mir nichts, aber die Granaten. Nee, bringt mir auch nichts. Ich glaube, ich hatte am Anfang der letzten Welt mit Granaten versucht, Spawner zu töten. Es ging, hat aber erstmal Advanced-Granaten gebraucht und dann auch 20, 30 Stück davon pro Spawner. Also das lassen wir erstmal. Ich denke, ich gehe auf bessere Furnace. Ja, brauche allerdings 50, 50. Das hab ich. Wofür seid ihr? Oh, nein, das will ich nicht. Capacitors brauchen wir auch für Akkus und Engines und was weiß ich. Brauche aber nur rote. Ja, komm, mach das erstmal. Bau dann bitte ein paar rote. So. Ja, du hast noch 14. Sehr gut. Und die Landfill brauche ich, um das Malheur hier aufzuschütten. So, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Gut. Boiler. Kohle. Kohle. Jetzt kommen wir schon mal auf 100 Grad. Bei nur zwei Boilern. Das ist unerwartet. Eigentlich hat noch diese Ratio von 1 zu 4. Mal gucken. So, das müsste dann auch noch alles aufgefüllt werden. Kein Fehler machen. Wie viel habe ich davon noch? 6 Stück. Ja, aber es reicht platztechnisch mal für ein paar von diesen Anlagen. Und dann mache ich dazwischen immer Ärmchen, 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 Ärmchen. Da kommt eine Kiste hin. Und dann da die neuen Boiler. Und dann wieder Ärmchen, Ärmchen, Kiste, Boiler, Boiler. Sieht jetzt einigermaßen okay aus, aber ich weiß halt nicht, wie es später im eigentlichen Muster aussehen wird. Dazu müsste ich das Muster hier erstmal erweitern. Aber ich habe gerade, glaube ich, Wichtigeres zu tun. Nämlich Stein hier reinschmeißen, Eisen hier reinschmeißen, Kupfer da reinschmeißen, die mitnehmen. So. Und für. Ach so, Science Packs abliefern. Das dauert eine ganze Ecke, hm? Yo. Okay, ich hätte vielleicht was anderes zuerst erforschen sollen. 75 ist echt zu viel auf einmal. Erforsch bitte. Bau bitte noch ein Lab. Der Electric Drill ist schweineteuer. Könnten wir uns aber langsam leisten. Wir haben allerdings noch keine Kohleprobleme. Pollution 1,8, Pollution 10. Wie viel Pollution hast du? Wird nicht angezeigt. Das ist unpraktisch. Bau mal einen, damit ich gucken kann, wie viel Pollution du produzierst. Weil ich würde eigentlich gerne am Anfang zumindest ein. Ups, das war falsch. Am Anfang zumindest Pollution Free zu arbeiten. Ach ja, hier haben wir schon einen. Pollution 9 ist jetzt ein Punkt nur weniger. Das macht nicht wirklich viel aus. Na gut. Hier noch ein. Ich habe davon schon drei. Sollte mehr auf mein Inventar achten. Du mach mal das da auch noch voll. So, Stein hätten wir da. Woran mangelt es gerade? Nicht so wirklich an irgendwas, fällt mir auf. Das ist schön. Wird sich bald ändern, aber momentan ist es okay. Ich baue gleich mal eine Fabrik für. Habe ich noch nicht gebaut, ne? Ne. Eine Fabrik für Science Packs. Du, ciao, da rein. So. Ich brauche noch mehr, ne? Ja, ich brauche noch viel mehr davon. Ich brauche noch zwei. Und die haust du bitte. So hin, damit das Muster hier weitergeht. Okay. Du stellst bitte her. Stone Furnace? Nein, das geht viel zu schnell. Du stellst bitte her Science Packs rot. Du stellst bitte her Science Pack grün. Brauchen Kisten. Du brauchst Kupfer- und Eisenzahnräder. Was? Kupfer- und Steinzahnräder. Und ein Ärmchen. Ein Ärmchen raus, und ein Ärmchen rein, und ein Ärmchen raus. Du brauchst noch eine Kiste, du brauchst Stromversorgung. Das wollten wir mal zwischen den Ärmchen machen. So. Her damit. Rein da.
Ein bisschen was hätte ich eigentlich auch ganz gerne. So. Grüne Tränke. Ja, grüne Tränke wird schon langsam komplizierter. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Fabrik, die Fließbänder herstellt. Und wir brauchen eine Fabrik, die Ärmchen herstellt. Also brauche ich zwei neue Fabriken. Dafür habe ich nicht genug Chips. Dafür habe ich nicht genug Draht. Da. Genau, Chips kommen. Alles unterwegs. Ich brauche viel mehr Stein. Die beiden Jungs kommen nicht hinterher. Also hole ich die da auch mal ab. Was? Ich wollte dir nicht die Kohle klauen. So, Steuerung, Steuerung. Ihr seid auch ein bisschen lahm, hä? Ja. Lässt sich aber erstmal nicht so ändern, weil ich will das Netz nicht gleich überlasten. Wir sind so schon überm Limit gerade. Aber ich könnte hier jetzt. Warte mal. Du bist. So. Du stehst da ein falsch. Tut mir leid, du musst weg. Du bist hier ein. Was? Achso, ich bin im Weg. So, das wäre jetzt der richtige. Das heißt, hier zwischen, wenn ich jetzt die Boiler anordne. Braucht mal Ärmchen. Kupfer fehlt. Ich habe kein Kupfer mehr. Achso, ich bin gar nicht zu den Kupferdingern hingelaufen, ne? Ja, okay. Davon baue ich jetzt auch nochmal ein, wenn ich die Ressourcen habe. Ja, bau, 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 bau. Wir brauchen mehr davon. Dahin, 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 dahin. Und Kohle, 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 Kohle. Oh. So. Abholen, abholen. Ich hätte gerne, was wollt ihr baut? Achso, ich wollte zwei Fabriken für Fließbänder und für Ärmchen. Und ich wollte die Ärmchen selber. So, dann kam hier wieder ein Boiler hin. Da kommt eine Platzhalterkiste hin. Hier kommt wieder ein Ärmchen hin. Es geht sich sowas von nicht auf. Bau. Wow. Dezent viele Zwischenschritte inzwischen mit Rotoren und Rotorblättern und ja. Da, dann wieder ein Ärmchen. Zu einer Kiste. Ne, und da ist der dann am Weg. Nö, das klappt so nicht. Aber das ganze Ding steht hier auch ein bisschen komisch. Okay, wir könnten hier. Warte mal, hier ist was falsch. Genau, da muss eine Kiste hin. Platzhalterkisten. Platzhalterkisten. Platzhalterkisten, kommt hier der Boiler hin. Wie viel Abstand haben wir von da nach? Ein. Und hier auch ein. Das geht super auf. Okay, das ist dann eine Dreieranlage, die von zwei Kisten befüllt wird. Super. Okay. Das heißt, da kommt noch einer hin, da kommt noch einer hin. Ja, und dann bräuchte ich noch zwei Offshore-Pumps. Die Steam-Engines werden später viel, viel höher stehen. Die werden irgendwo hier stehen. Und bis da oben ist eine ganze Reihe von Boilern. Das Befüllen ist jetzt am Anfang noch ein bisschen problematisch, weil ich es halt von Hand machen muss, aber das kriegen wir hin. So, Wasser bekommt ihr. Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen. Seid ihr alle richtig rum? Weg, 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 weg. Kiste, Kiste. Aber ich kann ja durch die Ärmchen durchlaufen, das ist gut. Was ich gerade problematisch sehe, ist die Stromversorgung. Also später wird es durch den, den und den eventuell gedeckt sein. Es könnte sein, dass die unteren keinen Strom bekommen, dann kommt hier noch irgendwas hin. Aber bis dahin klappt das nicht. Deswegen lasse ich die mittlere Reihe mal weg und nutze die mittlere Reihe zur Stromversorgung. Einfach hässlich so. Und wenn wir dann später genug, also die Substations haben, dann wird auch die mittlere Reihe gebaut.
weil wir dann genug Stromabdeckung haben. Jo, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bräuchte jetzt noch ein Tertiary Steam Engine Ding. Und ich bräuchte ganz viel Kohle. Jetzt geht's los.